in der Schale berühren. Das sieht mir eher aus wie ein Drachenei. Oh, scheiße. Ups, ich war das nicht. Entschuldigung. Wo geht's denn hier zum nächsten Taxi? Jetzt gibt's aber Ärger. Oh nee, bitte nicht. Oh. Scheiße. Oh fuck. Wer konnte denn ahnen, dass das so eine Konsequenzen hat? Jetzt ist ja alles verkohlt und verarscht. Ist das dadurch, dass wir sie jetzt geweckt haben, ist das jetzt die Realität, was wir sehen? Weil wir haben ja davor auch schon die zertrümmerte Stadt gesehen gehabt. Boah, das erinnert mich so an Elden Ring und die zerfallene Stadt jetzt. Übel geil. Hallöchen, Tom. Was hast du nur getan, Mimi? Ja, aber ich will doch die andere Welt retten. Ich will doch, dass das Mädchen... War das falsch? Ich will doch, dass die andere das bekommt, was sie sich wünscht. Und die hat gesagt, die wünscht sich diese dunkle Seele. Die hat mich angestiftet. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Blöde Kuh. Ist das schon Bosskampf? Nee, ne? Jetzt hat wieder der Chat Schuld. Immer. Chat hat immer Schuld. Wer oder... Filiano. Help me, please. The Red Hood is come to eat us. To eat our dark souls. Ich habe keine rote Kapuze, ich bin nicht Rotkäppchen. Ist der den ganzen Weg von da unten hergekrabbelt? Sollte man den töten? Wer ist das? Ist das ein Vater? Töte ihn? Warum? Ich kann ihn nicht anvisieren. Nein, das ist nicht richtig. Hallöchen, Blabbebob. Aber krieg ich dann die dunkle Seele? Filino. Help me. Der hat mir 12 Seelen gegeben. Das war ja... Chat ist schuld. Chat war schuld. Chat hat mich verleitet. Ich hätte den jetzt, glaube ich, nicht getötet. Du Monster! Wir haben gar nichts gemacht. Ich hab doch gar nichts gemacht.
Wieso kann ich denn hier niemanden rufen? Soll ich nochmal zurückgehen vielleicht? Liegt schon am Boden und tritt's noch rein. Sorry. Dann geh mal kurz mal Kaffee holen und dann sowas. Wie kannst du nur... Hallo, wie gemein seid ihr alle? Ihr habt doch gesagt, ich soll das tun. Ihr habt alle geschrieben, kill him. Ich hab's genau gesehen im Chat. Oh. Oh, das sind ja da mehrere Teile. Wer war das denn? Das war aber definitiv nicht ich. Hä, das sind ja mehrere Könige, die da rumkrabbeln. Das ist ja auch alles, was man dir sagt. Der lebt doch noch. Guck mal, da gibt's ja mehr von dem. Da ist nämlich der Böse. War das doch Goyle, oder? Oh, das ist Goyle, Leute. Still here. Hand it over, that thing, your dark soul. Dark Souls. Oh, Alter, guck mal, wie wir leuchten. Painting. Wie wir leuchten, Leute, wie geil sehen wir aus. Oder Gale heißt der, genau, nicht Goyle. Gale. Alter, der schmeißt mir gleich noch was. Halt, halt, ich bin doch nicht so weit. Nein, 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 nein. Nein. Oh mein Gott, haut der rein. Ich heile mich viel zu oft, das brauche ich eigentlich gar nicht. Aber den kannst du bestimmt parieren, oder? Oder kann man den nicht parieren, Leute? Den muss man einfach lieben. Ja, der hat safe noch eine zweite Phase. Ich mache halt gar kein Damage, ich mache 186 Schaden an dem, Alter. Wir haben seine Haltung kurz gebrochen. Alter, gleich nochmal. Schöne Musik. Höre ich tatsächlich noch gar nicht, weil ich mich so auf Kampf konzentriere, aber ich mache super wenig Damage. Phase 1, oder?
gar nicht mehr auf. Okay, also hat er sich dadurch auch nochmal Leben hochgezogen? Aber hat keine Hilfe hier, oder? Habe ich das richtig gesehen gehabt, dass man keine Hilfe hat? Das ist ja dann bitter. Oder vielleicht hier außen irgendwo und ich muss noch mal mit irgendwem quatschen oder so. Aber das ist ja dann schon hardcore. Okay, das ist schon wild, ne? Ja, jetzt ist halt die Frage, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich reiße erstmal kurz noch mal ein, zwei Leute ab, um zu gucken, ob ich die nicht mitnehmen könnte. Vielleicht. Weil sonst wird das ja ziemlich hart. Da muss der super doll ausweichen. Ich meine, der hat jetzt gerade auch nur die gleichen Attacken immer gemacht. Eventuell liegt es nur an mir, aber Spiele als Souls-like und DS-Teile ohne Phantome. Auch gerade in Lies of P. Keine Hilfen. Ja, man kann sich das ja noch schwerer machen, wenn man da Bock drauf hat. Ich spiele immer sehr gerne mit Unterstützung. Hello again. Can't resist it, can you? Okay, der hat auch gar keine Glut mehr. We're just a couple of outcasts. Let's make the best of it. Okay, das hat halt mir gar nichts gebracht. Also klar, wir könnten jetzt wahrscheinlich wieder versuchen, ein anderes Schwert zu nehmen. Und halt wieder versuchen, andere Sachen irgendwie rauszukriegen. Ich werde mal hier nochmal hingehen, weil da war, glaube ich, am Anfang gleich ein NPC. Gucken wir mal, dass ich mit der einmal quatschen kann vielleicht. Nee, aber Grimmywolf, das finde ich schon krass, wenn Leute komplett ohne Hilfe spielen. Oder auch diese ganzen Speedrunner und so. Wenn die dann auch relativ schnell... Okay, der liegt hier nicht mehr. Wenn die dann einfach mit Keule oder so daddeln, das ist schon... Oh nee, der ist ja wieder da. Okay, warte, da gehe ich aber nicht von hier lang. Frost ist aber eigentlich ganz okay. Ja, dafür muss ich den halt gut treffen, ne? Das ist halt so die Sache. Kann es sein, dass der Typ, den wir vorher immer gesehen haben, dass der da jetzt sitzt an dem einen Spot? Wird er nämlich auch hier nicht sein, wa? Wow! Oh Gott, meine Fresse. Jesus Christ. Doch, hier ist er noch. Von hier nicht auch einfach runterspringen können? Eva? One was a wayfaring knight on an endless forbidden search. Only the abyss wahrscheinlich, den er meint, ne? If not reunion with his beloved, fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Many of us are by the fire, forsaken. I speak of thine kind and mine. Behold this city. We are kindred, but like two eyes which gaze upon the other. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Okay, das sagt mir jetzt nicht wirklich viel. Außer das, was wir schon wissen. Hello, darkness, my old friend. Speedrun. Ja, na, die Sache ist, wenn du halt bestimmte Techniken weißt und weißt, wie du wann wo ausweichen sollst, ja, dafür musst du dir halt echt krass lernen, ne? Das ist schon insane. Aber ich bin immer froh, wenn ich jemanden dabei habe, der mir hilft. War No Death Run. Na, ich habe ja schon gesagt gehabt, wenn wir Dark Souls 2 gespielt haben, könnte ich mir eigentlich schön gut vorstellen, dass wir dann vielleicht in Dark Souls 1 auch mal so einen Speedrun machen, den wir uns schon angeguckt haben.
weil da hätte ich schon irgendwie Bock drauf. Also ich weiß nicht, ob ich da genauso erfolgreich wäre. Klar, wir könnten auch erstmal einen No-Death-Run ausprobieren, anstatt einen Speed-Run. Weil ich glaube, dafür bin ich einfach zu schlecht, was so die Gegner angeht. Da werde ich die Bosse nicht so schnell machen können. Aber ja, bin ich nicht abgeneigt. Warum nicht? Mal ausprobieren. One poor girl slew her own kin, but even so was embraced, enveloped by the abyss. 'Twas a comfort that neither moon nor sunless sky afforded her before. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Okay, der sagt genau das Gleiche, nur halt diesmal von dem Mädchen. One met the dark with learning, but the world began without knowledge. Does not this ring clear? Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Boah, der reimt voll. Aber ja, Gale hat verdammt hohe Defensiv. Da mache selbst ich nicht so viel Schaden wie üblich. Ist halt scheiße, dass wir den erst mitnehmen können, um zu kämpfen. Und jetzt müssen wir selber gegen den kämpfen. Macht mir schon wieder zu schaffen, bin ich ganz ehrlich mit euch. Kann man bei Gale einen NPC mitnehmen, Leute? Macht das Sinn, dass ich jetzt nochmal gucke? Oder bin ich wirklich auf mich alleine gestellt? Weil dann muss ich, glaube ich, brauche ich echt, glaube ich, ein paar Versuche. Die Sache ist, man könnte bei dem bestimmt auch irgendwas schmeißen, wenn er halt so zu einem kommt. No problem. Oder was heißt NP? No NPC. Der NPC heißt Schaukler. Ja, Schaukler ist ja nicht da. Das ist ja das Problem. Schaukler ist ja in Schottland. Aber ihr meintet, dass der andere hier stehen würde, aber hier steht keiner. Bei mir jedenfalls nicht. Königliches Dekret wieder einsetzen. Was ist ein königliches Dekret? Königliches Dekret. Was soll das sein? Schlüsselgegenstand, ja, ich habe gerade geguckt. Das höchstens, wa? Mm-mm. Also für den Bibliotheksdachboden. Was soll denn das königliche Dekret sein? Das habe ich vielleicht noch nicht. Vielleicht kann ich das dann einsetzen? Sollte ich das einsetzen? Königliches Dekret. Aber nicht, dass ich dadurch dann nicht gegen den kämpfen kann. Probier mal. Gale ist theoretisch auch ein Eindringling, oder?
Oder ist Gale kein Eindringling? Warum kann ich das widerrufen? Und den theoretisch wiederbeleben? Würde mir das im Kampf helfen? Weil ich brauche 59.000 Seelen. Ja, ist wirklich verwirrend, oder? Was so Sachen angeht. Ja, darum ist es ja immer wieder sinnvoll, zu so einen Spots nochmal zurückzukommen. Weil das halt wirklich an bestimmten Punkten dann echt hilfreich ist, nochmal nachzugucken. Man kann dadurch den vorherigen Boss einfach mehrfach farmen. Ja, aber warum? Was bringt mir das, wenn ich den mehrfach farme? Achso, wegen PvP, dass du es wieder machen kannst. Achso, aber der würde mir jetzt nicht bei dem Boss helfen, theoretisch. Oder was? Dass der eine Boss mir bei dem anderen Boss hilft. Das wäre irgendwie witzig. Okay, also wenn dann bei den Drachen, dass er da noch... Aber da ist er, glaube ich, nicht, weil wir haben ja die Rüstung von ihm bekommen. Ich glaube, Lab haben wir wirklich. Aber ich müsste ja halt 59.000 Seelen ausgeben, damit ich überhaupt die Seelen von ihm wiederbekomme. Das ist halt so die Sache. Ob das dann viel Sinn macht? I don't know. Bräuchte ich dafür. Ach, das will ich nicht, oder? Das macht keinen Sinn. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Leute, Party! Dankeschön, Alucard. Vielen Dank. Ja gut, ich habe keinen Plan, ob ich da irgendwie jemanden rufen könnte, NPC-mäßig. Wir probieren es einfach nochmal ohne, würde ich sagen. Aber ich glaube, da muss ich früher oder später Seelen farmen. Damit ich da ein bisschen mehr Damage machen kann, oder? Er ruft doch mal ganz laut. Vielleicht kommt ja dann auch wer. Ja, was kann ja sein, dass wenn man vielleicht irgendwie zurückgeht oder so, dass es dann vielleicht irgendwen gibt, der dann nochmal einen hilft einfach, dass man den mitnehmen kann. Okay, die Alva-Rüstung ist tatsächlich schlechter als die Rüstung, die ich jetzt derzeit trage. Oh, oh, oh. Der hatte dunkel gemacht, ne? 62%. Ne, 64% sogar. Ich war immer noch halbwegs stabil, so. Vielleicht einen anderen Ring oder sowas? Ja, ich probiere es nochmal. Und ansonsten muss ich mir echt was überlegen. Sklavenritter Gale. Guckt bei mir die Zunge daraus? Nee.
Oh Gott, da kommt er angeruppelt. Der crazy Motherfucker. Schon zweite Phase? Oh Gott. Is this the blood? Okay, jetzt macht sein Schwert wahrscheinlich auch noch Blutungsschaden, oder? Das war nur der Vorgeschmack, Leute. Da war sehr viel gerade. Alter Verwalter. Oh my goodness. Ja, das ist schon nice. Wie viele Bosse hast du denn jetzt schon geschafft in Zahlen? Das weiß ich nicht, Johannes. Also wir sind jetzt beim zweiten DLC. Ich könnte mir vorstellen, dass Gale der letzte Boss ist. Und dann brauche ich halt ja noch... Also ich habe alle Aschen von den Fürsten und dann kommt da ja noch der Endboss vom Spiel. Ich überlege, ob ich mein Schwert tausche. Ob ich auf das Pharaon-Schwert gehe, weil das einfach mehr Damage drückt. Auf das Flamberge. Und das hat auch eine längere Reichweite. Ich probiere mal... Ich will auch keine Asche einsetzen, weil wenn wir keinen rufen können, brauche ich auch keine Asche wählen. Das macht keinen Sinn. Aber ich weiß nicht, in Zahlen... Ich weiß ja nicht, wie viele Bosse es allgemein gibt. Darum kann ich das gar nicht genau sagen. Ich hab das Fett wohl, Leute.
Guck mal, ich habe das Fat Roll. Okay, damit. Das geht nicht. Ich brauche was anderes. Aber wir haben auf jeden Fall mehr Damage abgezogen bei den Schlägen, die ich gemacht habe. Ich muss eine andere Rüstung anziehen wieder. Also entweder gibt es 34 oder 62. Oder 69. Okay. Also, ich weiß leider nicht, wie viele Bosse das gibt. Das kann ich leider nicht sagen. Ich bin immer noch Fat Roll. Ja, besser. Auch besser. Okay, wir machen barfuß, Leute. Let's go. Das sind die einzigen drei Zahlen, die mattern. Hä, warum denn 34? Also 42 und 69 verstehe ich ja noch, aber 34? Das verstehe ich nicht. Immer so spät seinen Schlag. Ich meine, sein Schwert ist halt auch schwer. Jesus. Jesus! Ey, bei dem hätte ich ja gerne mal, bei dem hätte ich ja echt gerne mal gesehen, wie das gewesen wäre, wenn man dem tatsächlich mit Magie entgegengetreten wäre. Das hätte ich echt gerne mal gesehen. Ausgeben, nicht nehmen. Ach, ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen rum. Ich will mal gucken, wie der überhaupt, was für Attacken der macht. Die rote Attacke machen. Ah, fuck, jetzt hat er mich erwischt. Dabei bin ich eigentlich gerollt. Drücken. Lange Reichweite. Was ist jetzt?
der gerade Engelsflügel? Leute. Aber schwer. Man muss echt unfassbar viel tippen, damit man da gut ausweichen kann. Der ist echt heftig, aber der macht Spaß. Oh, mein Puls. Normal. Ich frag mich halt, ja, mit einer Rune, also mit Glut drinne. Ich glaube, wir dürfen in der ersten Phase nicht ganz so viele Schläge passieren. Kann ich ihm da eigentlich in seinen Rumpf stechen? Hau ich immer zu früh, da bin ich jedes Mal falsch. Kacke, er hatte die gleiche Idee wie ich. Jetzt konnte ich nicht hintereinander schnell trinken. Scheiße. Da frage ich mich auch, ob ich da schon was schmeißen könnte auf ihn. Ich bin da gierig. Ich will dem dann halt auch drücken, aber ich habe dafür zu wenig Zeugs. Weiß gar nicht, wie die E-Frames hier sind. Was bedeutet das? E-Frames? Was bedeutet das?
Kann man das mehrmals benutzen mit den Klingen oder ist das was Einmaliges? Invincible Frames. Ewig hatte im ersten Mal auch extreme Schwierigkeiten mit dem. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Schwierigkeiten mit dem habe. Ich drücke halt einfach zu wenig Damage und krieg halt einfach zu wenig. Wir könnten halt Elektro drauf schmieren oder sowas. Fügt Waffe der rechten Hand Blutungseffekt hinzu. Das wäre auch eigentlich geil. Wenn du rollst, bist du für ein paar Frames unsichtbar. Ach so, ja, dann musst du aber den Ring anziehen, oder? Feuer. Ich empfehle menschliches Harz. Dunkel, aber der hat doch auch dunkel. Ach, unbesiegbar, nicht unsichtbar. Ich würde das mal mit dem Blutungseffekt machen. Ich will das mal ausprobieren. Mal gucken. Der hat ja auch eine hohe defensive Werte, okay. Nicht in sein Loch stechen. Ich dachte, man könnte in sein Loch stechen. Weil deshalb habe ich mich genau vor ihn dahingestellt. Der zieht mir so viel Energy ab. Und ich treff ihn nicht. Also irgendwie ja, aber auch irgendwie nein. Ja, weil der hat ja die offene Stelle und ich dachte, wenn er kurz gebrochen ist, könnte ich lange randrücken, aber da habe ich meistens schon keine Energie mehr. Gar nicht anwenden, diese komische Klinge da. Okay, also ich brauche auf jeden Fall Feuerdinger. Feuerköpfe, weil ich glaube, damit könnte ich gewinnen, wenn ich nur auf Entfernung spiele und dann nur auf. Wow, ich habe einfach daneben gehauen. Oh, ich habe abgebrochen.
renn einfach weg. Ja, gut. So mit dem Wegrennen hat nicht so gut geklappt. Ey, aber ohne Scheiß, das probiere ich mal wirklich aus. Das probiere ich mal echt aus, mir nur so Fernkampfzeugs draufzulegen. Weil es mir egal, wie ich den besiege. Solange ich den schaffe. Also die Dinger haben gar nichts gebracht. Ich weiß nicht, ob ich dafür Energie oder Mana oder irgendwas brauche. Aber da habe ich keinen Plan, wie ich die überhaupt auswählen kann. Das weiß ich nicht. Hä, habe ich gar keine Brandbomben und sowas alles mehr? Habe ich das alles ausgegeben? What the fuck? Konnte ich dann nochmal diese Donnerbomben und sowas alles kaufen? Ich dachte, die könnte ich auch kaufen bei ihr. Oder kann ich die oben nur bei Patches kaufen? Ich glaube, Patches hat so eine anderen Bomben, oder? Aschen. Kostet 9 HP. Ah, das FP. Das habe ich nicht gelesen so schnell. Was mit dem eigentlich? Okay, der sagt gar nichts. Who the fuck is he? Beim Gerard, dem Dieb, meine ich. Ja, aber dann müsste sie doch das Inventar übernommen haben, weil er ist doch tot. Aber sie hatte das Inventar nicht übernommen. Hast du eigentlich jemals Boss-Seelen benutzt? Nein, noch gar nicht. Weil ich habe das tatsächlich bei anderen Runs gemacht, dass ich die benutzt habe. Und dann konnte ich mir da nichts kaufen. Und vielleicht will ich ja nochmal einen zweiten Run machen und dann vielleicht irgendwelche Schwerter oder irgendwas benutzen. Darum habe ich das nicht gemacht, ne. Thanks, sweet. So. Jetzt habe ich davon 26 gekauft. Aber 10 ist halt auch gefühlt nichts, ne? 10 ist ja auch gefühlt einfach nichts. Ja gut, müssen wir durch, Leute. Das gibt's ja kein Hin und Zurück. Mal los, Evi, mach das mal. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein heute. Und vielleicht sehen wir uns später ja nochmal. Mit dem Leonard am Thron gibt es eine Questline, die man auch machen kann. Ja, aber da weiß ich nicht, was ich mit dem machen soll. Weil der sagt zu mir jetzt immer nur noch, geht und plündert und raubt. Aber ich war ja da tatsächlich schon gewesen. Oder muss ich das im Hinblick auf den Eid irgendwie machen? Dass ich da mit dem dann vorankomme vielleicht. Aber würde es theoretisch einen NPC geben, der mir bei dem hilft? Oder bin ich da wirklich auf mich alleine gestellt? Weil wenn es vielleicht noch einen NPC gibt, den ich rufen kann, wo ich vielleicht irgendeine Quest oder so noch machen muss, dann dürft ihr mich dahingehend gerne spoilern. Ansonsten prügel ich das durch, dass ich den früher oder später lege. Für Gale gibt es keinen einzigen NPC als Hilfe. Ach, krass. Das ist natürlich schade. Der ist auch so unfassbar stark, ey. Ja, online. Naja, die Sache ist, wenn Schaukler und Scotty da wären, dann könnte ich ja auch theoretisch mit denen zusammenspielen.
Aber dadurch, dass Schaukler zurzeit ja in Schottland ist und Scotty ist, glaube ich, arbeiten heute. Ich weiß es gar nicht genau. Bin ich erstmal auf mich alleine gestellt. Aber das kriegen wir schon hin. Wir brauchen halt nur ein bisschen Glück, eine gute Technik und ein paar Seelen. Ich meine, vielleicht würde auch ein Level-Up nochmal was bringen oder so. Schaukler sagte aber mal, dass nur die drei sich untereinander helfen dürfen. Genau. Genau. Also wir haben ja unsere kleine Bettler-Challenge. Und wir haben ja so ein paar Regeln uns überlegt. Und da steht halt auch drin geschrieben, was halt zum Nachteil für mich leider immer ist, weil ich halt oftmals eher an den Punkten schon bin als die Jungs. Und ich musste mich dann immer hier durchboxen. Und die sind dann so, ach ja, so ein, zwei Versuche und dann so, ah nee, Evi, komm, hilf mal. Und dann ist das immer für mich ein bisschen ärgerlich, dass ich mich hier so durchkämpfen muss und die sich dann da einfach daran bedienen, dass ich helfe. Einfach diesen einen Dark Souls-Tipp befolgen. Just get good. Na toll. Hier kriegen wir halt unfassbar viele Scherben, aber auch keine Glut, ne? Wir könnten halt Blut theoretisch noch farmen. Wenn wir uns die Items anlegen und so. Ich meine, ich könnte mir jetzt auch den Ring anziehen, damit ich mehr Seelen kriege. Aber ob ich da jetzt 100 Seelen mehr habe oder weniger, das macht glaube ich auch den Kohl nicht fett. Ich habe auch noch einen anderen Tipp, sowas wir einfach nicht treffen lassen. Ja, du musst bei dem Typen echt krass ausweichen, also. Der ist wirklich nicht ohne. Aber es fehlt ja auch nicht so viel, oder Leute? Also das ist jetzt, glaube ich, kein Boss, wie jetzt zum Beispiel bei dem Capra-Dämon aus Dark Souls 1, wo ich eigentlich irgendwie krasse Schwierigkeiten habe. Also es war schon knapp. Es hat halt nur noch ein bisschen was gefehlt. Der Helm gibt 50% mehr Seelen, der Ring 30 und Schild, glaube ich, 35 oder 40. Dann bleibt es so bei Evi und Gale. Ja, anscheinend nur wir beide. Der denkt auch, dass man ihn dahinter nicht sieht, wa? Theoretisch, die Brandbomben, das sind 10 Stück. Wie viel Damage habe ich vorhin damit gemacht? Das sind doch dann nur 400, nee, 200 Damage habe ich pro eine Brandbombe gemacht, oder? Das wären also 2000 Damage. Ich weiß halt nicht, ob das so viel für den ist. Oder ob das überhaupt was ausmacht. Digga, ich hab dich nicht mal gesehen, weil ich dich schon wieder nicht anvisieren konnte. Blödes Spiel. Das würde ich mir halt gerne mal wünschen, dass ich bei Gale auch so eine Angriffskombo mehr mache, aber... Oder ich muss halt dann nochmal extra was machen mit Regeneration oder so. Ich freue mich ja schon auf mein nächstes Date mit Gale. Habe erst das Trainingsgerät gestellt. Der Paketbote wird mich hassen. Einfach über 70 Kilo. Ja, aber... Ich meine, hast du es nicht mit einer Spedition oder so zusenden lassen? Weil ich glaube, Paketboten dürfen doch nur bis zu 30 Kilo oder so, ne? Schleppen? Wo habe ich das falsch in Erinnerung? Ist der da jetzt stuck oder ist der... What? Ach, da oben ist noch einer. Lol, an den habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Ja gut, das ist ja dumm. Sorry, aber... Kann es sein, dass das schon wieder ein bisschen dumm ist? Der haut einfach durch die Wand durch. Sorry. Aber das ist schon wieder so Souls
Souls-Phänomen, echt. Ein reizendes Souls-Phänomen. Aber wenn ich mal durch die Wand hauen will, das zählt wieder nicht. Du und ich, mein Freund, wir zwei, haben ein Date. Damn. Ab mit seinem Kopf. Okay, 36.000. Jetzt muss ich halt wirklich mal kurz überlegen. Wo ich jetzt diese Donnerdinger kaufen kann. Habe ich die bei der Händlerin nur einfach nicht gesehen. Jetzt hat sich mein Controller disconnected. Ciao, Controller. Hallo? Jetzt. Oder? Ja. Upsi. Ah. Nee, die hat nur die hier. Aber diese Donnerteile hat die nicht. Oder gibt es noch einen anderen Händler, wo man Sachen kaufen kann, Leute? Boah, 620. Au, liebes Kiefernharz. Ashen ones, be sure to bring. Wie weit bist du schon, Heiligin Valkyrie? Wir sind schon relativ weit vorangeschritten. Also wir haben schon alle Aschen für den Thron aufgesammelt. Also da müssen wir noch den Endboss machen, die letzte Asche platzieren. Und dann sind wir jetzt im zweiten DLC, sind wir schon fast durch. Also schon auf einem guten Weg, würde ich doch mal sagen. Ach, guck mal, hier kann ich auch menschliches Harz kaufen, aber anscheinend unendlich viel. Es ist halt nur die Frage, warum ist da drüben niemand? Warum sitzt Patches hier, aber drüben auf der anderen Seite ist keiner? Das finde ich irgendwie komisch. Krebse immer noch in der Mitte rum. Ach, da kommst du bestimmt gut voran. Ich finde es, um ehrlich zu sein, schade, dass wir jetzt schon so weit durch sind. Weil mir das Spiel tatsächlich echt viel Spaß gemacht hat und mich zum Teil wirklich sehr viel auch an Elden Ring erinnert hat. War einfach auch die Bewegung und so. Das ist, als ob ich Elden Ring spiele. Und wenn ich jetzt in Dark Souls 2 wieder zurückgehen sollte, dann spielt sich das wieder so klobig und ist so anders und sieht optisch auch anders aus. Und ja, ich weiß nicht. Also ich freue mich auf Dark Souls 2 und ich möchte ja auch gerne noch Bloodborne spielen. Das will ich ja auch gerne noch mit euch zocken. Aber ich bin auch schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Weil so eine Geschichte geht halt dann auch zu Ende. Ich liebe Dark Souls 2, ne? Da wirst du ja bei uns hier echt viel Freude haben. Weil bei mir ist es das erste Mal, dass ich dann Dark Souls 2 spielen werde. Und mal gucken. Ich bin schon aufgeregt. Ich bin schon gehypt. Ich kann mich ja immer so voll und ganz den Storys hingeben. Außer bei Dark Souls 1. Da habe ich irgendwie nicht viel verstanden, muss ich leider sagen. Das hat mich auch echt ein bisschen geärgert, dass ich da nicht so aufmerksam war. Ah, yes. There is one thing that you should know. There is a darkness within man. And I'm afraid you will peer into it. Ja, na, in Gale gucken wir ja gerade schon rein. Hier kann ich echt nichts mehr kaufen, ne? Aber hattet ihr nicht das Inventar von dem Dieb übernommen? Und hier hätten wir theoretisch noch weitere
weitere Level gehabt, die mir jetzt fehlen. Ey, das ärgert mich auch so. Da hätte ich vielleicht öfter hingehen sollen. Wie war nochmal die Story in Darksiders 1? Drache und Menschen haben gegeneinander gekämpft und, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aha. Das kann es nicht mal mehr wiedergeben. I don't know.